persönlich ist mir wichtig, Individualität, Frische, Regionalität. Immer wieder was anderes, nie in ein gleichbleibendes Planogramm, sondern dass man es immer wieder individuell legt. Manchmal ist es auch so, wir machen dann die Theke, wie wir es besprochen haben, wir schauen uns die Theke an und denken dann, naja, und dann machen wir es nochmal anders. Hin und wieder ist es dann doch schon so, dass man mal nachts aufweckt oder dass man halt einfach was träumt von der Metzgerei, ob es die Wursttheke ist, eine Fleischtheke ist. Mittlerweile ist es schon so verrückt, ja. Ich bin Metzger aus Leidenschaft, schon von Anfang an, schon seitdem ich es gelernt habe. Jetzt ist es auch so, mein Schwiegervater, mal was Privates, ist auch Metzger, schon sein Leben lang gewesen, jetzt ist er Rentner und ist eigentlich immer ein Thema bei uns in der Familie. Ich mache das halt einfach gerne. So, wenn man das nicht gerne macht, kann man den Job nicht machen. Das Hofstückfleisch, Schweinefleisch, ist es dann so, dass wir jede Woche ein halbes Schwein geliefert kriegen von der Edeka, was wir dann besonders platzieren, herausstellen. Finde ich ein gutes Thema, jetzt meine persönliche Einschätzung, weil es da wirklich mal rein um den Tierschutz geht. Nachwuchs ist ein großes Thema, ist ein schwieriges Thema. Wir hatten jetzt das Glück, dass wir vor 3 Jahren einen Lehrling gefunden haben, der sich für die Metzgerei entschieden hat. Bin einfach nur stolz und happy, dass das so geklappt hat, weil man einfach die Entwicklung sieht von einem ganz jungen Kerl, wie er da stand mit gesenktem Kopf, wie es noch wie damals mit einer Palette hier stand und wie er zum Schluss jetzt endlich mit dem Meisterbrief wieder vor mir gestanden ist und jetzt stellvertretender Abteilungsleiter ist im neuen Markt. Unser Highlight ist jetzt sächsisch-schwäbische Maultaschen. Weil vorher kannte ich keine Maultaschen und habe mich da ein paar Mal ausprobiert und am Anfang ist es mir immer nicht so gelungen. Jetzt sind wir zum Moment gekommen, wo sie wirklich mal toll sind, wo es die Kunden auch richtig gut finden. Das ist ein sächsischer Einschlag und das macht es einfach toll.